oft ich mich im Haushalt verletze. Ja, das ist, ja, es passiert schon mal so ein Küchenmesser mit dem Scharf und so. Im Haushalt verletze ich mich so im Durchschnitt etwa zweimal in der Woche, denke ich. Ja, also recht viel. Generell kann man sagen, dass Kinder am gefährdetsten sind für Unfälle im Haushalt. Sonst sind es die Stürze, die ein ganz großer Anteil der Unfälle ausmachen. Daraus ergeben sich dann Prellungen, Schürfungen, Hirnerschütterungen, vom kleinsten bis zum größten Problem also. Gefolgt wird diese Statistik von den Schnittwunden oder den Verletzungen generell, die mit Gegenständen wie Messern oder Werkzeug verursacht werden. Und an dritter Stelle kommen dann die Verbrennungen. Meistens Schürfwunden oder Schnittwunden beim Kochen. Aber sehr oft, wenn ich mich irgendwie anschlage. Einfach das, dass etwa jeder Haushalt hat Pflaster, Verbandszeug, Desinfektionsmittel und Cremen. So in etwa das 0815 der Hausapotheke. Ja. Das ist sicher einmal eine blutstillende Watte. Dann sollte ein Produkt zur Reinigung der Wunde da sein, ein Desinfektionsmittel. Und dann gibt es ganz verschiedene Produkte, um eine Wunde abzudecken. Das geht vom konventionellen Schnellverband, dem sogenannten Pflasterli, bis hin zu den neueren hydroaktiven Wundmaterialien, die dafür sorgen, dass Wunden schneller und schöner heilen. Das sind zum Beispiel Brandwunden oder Schürfwundenpflaster, Blasenpflaster, die wir wahrscheinlich alle kennen, Folien. Dann würde ich empfehlen, eine Salbe gegen Verbrennungen daheim zu haben, eine Salbe gegen Prellungen, eine elastische Binde und eine Fremdkörperpinzette. Sie sollte primär an einem dunklen und trockenen Ort gelagert sein. Sie muss leicht zu erreichen sein. Selbstverständlich sollte sie außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Und was ganz, ganz wichtig ist, eine Hausapotheke sollte selbstverständlich vollständig sein, weil sonst dient sie nicht dem Zweck, den sie haben sollte. Wenn ich mich zu Hause verletze, dann wasche ich die Wunde ab, ich desinfiziere sie und mache ein Pflaster drauf, also nichts Großes. Bei der Erstversorgung einer Wunde ist primär zu beachten, wie die Wunde ausschaut. Und das kann man am besten beurteilen, wenn das Blut gestillt ist und die Wunde gereinigt ist. Dann wird entschieden, ob man die Wunde selber versorgen kann oder ob man sie nicht besser einer Fachperson wie dem Apotheker, der Apothekerin oder dem Hausarzt, der Hausärztin zeigen möchte. In diesem Fall desinfiziert man die Wunde nicht. Die Apotheker sind sehr kompetent ausgebildet, die versorgen die Wunde in der Apotheke, die haben das richtige Material dazu und können auch allfällige Empfehlungen geben, zum Beispiel wie man sich schützt vor einem Wundinfekt, wann man eine Tetanusimpfung empfehlen würde und wann nicht. Sie sind auf der sicheren Seite, wenn sie in die Apotheke gehen zur Wundversorgung. Wenn man sie selber versorgen kann, dann desinfiziert man die Wunde, man deckt sie ab mit dem geeigneten Wundverband. Auch da hilft die Apotheke weiter im Erklären, für welche Wunde welcher Wundverband da ist. Man schreibt ihnen das auch gerne auf die jeweiligen Produkte darauf.